Ja, moin Leute, willkommen zur nächsten Folge von der Lübeck Karriere. Jetzt bin ich wieder am Start. Vor zwei Folgen. Die Folge wollt ihr einfach nicht sehen, aber guckt euch die trotzdem an. Und ja, wir starten jetzt rein gegen Meppen. Die sind, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Tabellenplatz, aber es ist noch eh egal, weil jeder kann punkten. Ich meine, wer hat 2 Punkte? Der Tabellenführer hat gerade mal 14. Das ist Bayern. Und wir müssen jetzt gegen den 7. und danach gegen den 6. Karlsruhe. Und wir hoffen, dass wir jetzt zweimal, dreimal punkten. Und dann hätten wir 13 Punkte und schauen wir rein jetzt und hoffen wir auf den Sieg. So Leute, da sind wir in Meppen und wir brauchen die 3 Punkte. Meppen aber auch, um oben dabei zu bleiben jetzt. Oder dran zu bleiben. Ja. Wir haben noch die Chance, oben dran zu kommen, wenn wir jetzt punkten. Bayern Amateure haben nur. Oh. Oh. Ah, die ist. Ah, Abstoß, okay, ich dachte Ecke. Die Bayern Amateure haben auch nur 13 Punkte, also wir haben 7. Da ist noch alles möglich. Also, wir sind noch am Anfang der Saison. Man kann jetzt noch nicht von Formtief und so reden, weil wir haben in der letzten Folge, könnt ihr euch reinziehen, hat mal einmal gewonnen. Das war so lustig, dass ich erkläre diese Reaktion jetzt aber nicht. Hat den Mappen jetzt fast das 1-0 gemacht. Hier sieht man nochmal, wie knapp, Alter. Boah. Ja. Da ist eine lustige Situation passiert im ersten Spiel. Zieht euch das einmal rein. Ich will jetzt nicht spoilern. Guckt euch die Folge einfach selbst an und macht euch selbst die Meinung draus. Schreibt auf jeden Fall Man auf dem Match rein und das Finger hat. Mach ihn. Er macht ihn nicht. Ja, ich habe jetzt Ness versucht, aber es war keine gute Entscheidung. Egal, Torwart hat auch richtig stark gehalten, wenn ich da reingehen kann. Ah, jetzt können Meppen. Kommt. Ah, was ist das denn? Hä? Hä? Was war das? Was war das für ein Tor? Ja, aber was war das für ein Tor? Also, so ein richtiges Slapstick-Tor. Also, jetzt unverdient. Also, echt. Wir hätten eben das 1 hier machen können. Zweiter. Merken wir das. Abseits. Das muss echt ruhiger spielen. Also, auf jeden Fall. Ich muss jetzt mal wieder reinfinden. Ich habe lange kein FIFA jetzt mal gespielt. Okay, jetzt war noch ein bisschen Ultimate Team, aber das war was anderes. Ich bin besser nicht gelernt, Alter. Boah, Außenposten. Das ist halt das Problem. Jetzt lauf. Der muss ankommen, der muss an. Der kommt an. Ich muss auf Safe jetzt spielen. Hier runter, Mann. Ganz unten. Okay, mach das halt nicht. Ah, gezählt. Jetzt haut er ihn weit nach vorne. Merken gewinnt. Kopfball-Duell. Ich lasse ihn nicht nach unten passen. Aber dafür ist oben mit alles frei. Und jetzt bei. Ja, man ist da. Auf den bitte nicht den Kopf. Danke. So. Ah, der zweite. Wir brauchen jetzt einfach das Momentum. Auf unserer Seite. Aber sonst wird schwierig. Vielleicht knickt Meppen nach dem 1-1 dann ein. Man kann alles. Es kann alles passieren. Oh. Nein, dauert's nicht. Was? Alter. Die Chance muss man nutzen. Wenn man die Chance nicht nutzt, dann kann man auch nicht gewinnen. Hey, wir haben jetzt 2 Hochkaräter, ne? Die wir nicht reingemacht haben in der ersten Hälfte. Und jetzt. Schuss, aber der war. Okay. Ah, okay, da steht der Schiedsrichter. Ja, wir haben jetzt 3 Hochkaräter gehabt. Hätte ich den jetzt richtig aufs Tor gebracht, dann
jetzt hier auch ganz schnell anders stehen können. Vor allem hätte ich alle drei jetzt gemacht, so. Okay, geht noch klar, aber der passt. Schmutz. Also aufpassen wir, dass wir nicht diese Scheiß passieren. Da haben wir jetzt zwei. Boah, Junge. Okay, er rettet uns hier ein bisschen mal. Und jetzt. Ah, er kriegt den Fuß dazwischen. Eigentlich gut geplant, aber. Jetzt eigentlich hier in letzter Zeit nur noch. War kein Fall. Ja, wir sehen uns in Halbzeit 2 und das war keine gute Restzeit, wir müssen es aber besser machen. So Leute, zweite Hälfte, neues Glück. Erste Hälfte war Schrott. So können wir nicht gegen Karlsruhe auftreten, also die ja mit uns abgestiegen sind. Oder sind die abgestiegen mit uns? Ich weiß jetzt gar nicht. Nee. Aber Meppen können wir hier nicht siegen lassen. Eigentlich abseits, oder? Ja. Ja, Rostock spielt jetzt auch wieder unten mit. Aber bei dem läuft es jetzt auch nicht rund. Und dann sollte. Okay, der ist aus. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin kein Mann für die langen Bälle mit dem Torwart. Weil ich einfach keinen Bock habe, dass die zwei Kopfbälle da halt. Hä? Sanchez wechselt zu Bayern. Dass die Kopfbälle da vorne nicht gewonnen werden und so. Und die haben wir jetzt da hinten gehabt. Da vorne gehabt keinen guten, großen Spieler. Und, Alter! Okay. So gut, der kommt rein für Saklam. Der kommt jetzt mal auf außen, der kann da ja spielen. Saklam, nicht so überzeugend. Der ist nicht da. Der findet Aktionen. Und jetzt können wir vielleicht mal kontern. Über beide Seiten, die pushen über beide Seiten und Rüser ist jetzt durch. Rüser muss es machen. Er macht ihn. Er macht ihn nicht. Nachschuss. Nochmal. Wir nutzen die nächste Karriere und schauen uns den Flip aus. Aber wir machen weiter Druck. Ah, ey, Leute, ich wollte nicht schießen. Boah, Alter, was ist das hier gerade? Alter, das ist gerade hier so ein Schlachtfeld ohne Witz. Also, erst der Pfostentreffer, dann den Nachschuss, dann noch ein Nachschuss. Und dann Flanke, der wird ab. Boah, und dann machen die wieder den Post. Boah, Alter, das kann auf beiden Seiten fallen. Und ich sehe auf der X-Rostock, ja, wird ausgewechselt, weil. Was macht. Aber warum, was macht der Innenverteidiger da, der da auf der Linie steht? Guck dir das an, Digga. Alter. Ich krieg einen Krampf, Digga. Was ist das? Oh Mann, ey. Nutzt so eine scheiß Hochkaräter nicht, Alter. Oh, mach ihn doch. Muss einfach nur einen Schritt mehr laufen. Bis die dran war. Ich muss die echte Reaktion zeigen. Oh, mach ihn doch, Mann. Ich muss mich gerade konzentrieren, deswegen rede ich nicht. Ah, toll, Mann. Alter, warte mal. Ja. Ich weiß nicht, was ich jetzt von der ersten Hälfte und meinem Hochgerät im Allgemeinen halten soll. Ich will gar nicht die Statistik gucken mit. Wir sind Schüssen aufs Tor. Da hatten wir so viel mehr. Ja, das ist auch nur noch 110 Minuten. Das sieht nicht gut aus. Wenn wir jetzt hier noch wenigstens einen Punkt holen wollen, dann müssen wir jetzt hier Gas geben. Ich hab alles auf jeden Fall. Ja, komm, mach keine Schweige.
verdeilt sich das. Roland kommt nochmal rein. Schön überlaufen, Deichmann. Komm. Ey. Man muss immer mit einem Bein oder Kopf oder Körperteil allgemein dazwischen. Ey, das tritt so auf, ne? Die erarbeiten sich so ein scheiß Drecks-Sieg. Einfach nur, weil sie dazwischen stehen und mit dem Torwart und mit allem nur machen. Das ist so gejagt, Alter. Klar, ich habe keine Klatsche bekommen wie gegen Kikuchi, der ist abgefällt. Ich denke, das Spiel ist durch. Aber, keine Ahnung. Ja, meine Kommandien gleichen Fehler. Ja, wir sind jetzt im nächsten Spiel. Bin echt angepisst, ey. So Leute, da sind wir in Lübeck gegen KSC. Das wird jetzt eine richtige Mammutaufgabe. Wir haben einen großen Spieler da. Größer als alles andere auf dem Platz. Und das ist auch plötzlich der Stürmer. Ich weiß nicht genau, wer das jetzt ist, aber ja, ich bin jetzt erstmal ein bisschen safe, damit die Spieler sich ein bisschen verteilen. Oh Mann, wir dürfen das Spiel auf jeden Fall jetzt nicht verkacken. Ich habe keinen Bock hier nochmal mit 0 Punkten aus 2 Spielen rauszugehen. Wir wollen ja direkt aufsteigen und nicht irgendwie an den Abstieg kämpfen. Ja, kann man hier sowieso nicht, aber ja, kann man nicht noch tiefer rutschen, als es jetzt schon ist. Ja, damit einfach. Und jetzt sind viele KSC-Spiele vorne. Jetzt können wir einen Band ein. Böse, come on. Ganz unten. Da steht er und da steht das einfach. Martinovic macht das. Er wollte spielen, macht das. Digga. Richtig, Mann. Richtig. Let's go, Mann. Der KSC mal gezeigt, Digga, dass wir keine Angst haben vor denen und Eier zeigen. So wie Kolke jetzt sagen würde. So. Einfach jetzt auf Safe gehen und so, ihr habt's nicht. Okay. Von uns war es. Ja, oder so. Mann, ey. Ich muss jetzt einfach auch wieder mal in Rhythmus kommen, denn ein bisschen mies. Ja, keine Ecke. Okay, das kann gespielt, aber es ging gut. Ah, so. Lauf. Das kann abseits, glaube ich. 50 Spiele Karriere. Okay, er hat das 50. Spiel jetzt gegen KSC. Also halt insgesamt das Spiel. Nicht gegen KSC, sondern... ja, dann muss ein Sieg her als Premiere. Die Fans feiern jetzt natürlich auch. Und ist auch cool, dass sowas angezeigt wird. Aber okay, der geht durch. Nee, ich will gerade abzuwarten manchmal. Wenn er kommt, dann drücke ich gleich. So, da in der Mitte steht einer frei. Nein, Abseits. Hat auf Abseits gespielt. Ich bin jetzt einfach dann. Ah, hätte ankommen können. Nein. Wenn ich dann auch so passend wieder hatte. Ja, genau. Ja, nein, ist gut. Hast du schon mal zu Null gespielt in der Saison? Ja. Wir hoffen auf jeden Fall auch auf das erste Mal zu Null. Ja. Ich weiß es jetzt nicht. Ja. Boah, rot. Das gibt rot. Muss rot geben. Ich wäre frei durch gewesen. Ja. Nice. Schönes Ding. Ja, okay. Vielleicht ist es mit Lübeck, kann ich ja mal. Aber die haben jetzt ein weniger. Wir spielen jetzt
fast die ganze Spielzeit noch über mit einem Mann Überzahl. Das könnte vielleicht Glück bringen, aber manchmal auch Pech. Manchmal kämpfen die Vereine besser, wenn sie 10 Mann auf dem Platz haben, anstatt 11. Ich verstehe es nicht ganz, aber fahren sich mehr rein. Das war auch ein böses Foul. Ich wäre durch gewesen. Das wäre dann das 2-0 gewesen. Oh, da schon wieder so mit dem Alter dabei gespielt ist. Ne? Jetzt wird Karlsruhe ein bisschen aggressiver. Ja, hier irgendwie schon bei. Ich laufe da. Ich laufe da auf jeden Fall. Ja. Da muss er einfach nur Bälle schießen. Ja, ich wurde auch safe gemacht, aber bei dem Ball hat mich nicht richtig getroffen. Wir sehen uns in der zweiten Hälfte in der Führung endlich wieder mal in die Pause und neue Gegentore. So, zweite Hälfte und Fennett gehen wir rein. Und ich gehe jetzt noch nicht genau drauf, ich warte jetzt Fehler, genauso wie der hier. Und dann ruhe ich erstmal aufspielen und dann versuchen. Okay, das war nichts. Ich hätte nur kurz drauf gedrückt, gleich, da kann ich nicht drauf drücken. Bei FIFA ist es manchmal so, als würde man da richtig raufklappen auf den Knopf. Egal. Episode, auch geiler Spieler. Ich muss aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie in Konter fangen. So mit Kreis taggeln. Muss bei denen hier oben bleiben, sonst ist er hier oben auf jeden Fall frei. Ja. Okay, ging noch gut. So, frei. Ganz unten. Jetzt ganz oben. Ah, gut, noch gut, nicht gut. Okay, den haben wir noch mit Glück. Also unten jetzt. Oh, wie kriegt er den? Aufpassen, so, dass wir nicht die Panther fangen hier. Eine Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr ist immer am angenehmsten. Ein Link für zur Anreise auf unserer Internetseite. Danke. Nein, Mann. Wir sind ja in der Achse, aber wir haben. Come on. Come on jetzt. Martinovic. Der kann auch sprinten. Der kann das noch. Die Flanke war dann unnötig. Da angeschossen. Eieiei, wir müssen unbedingt aufs 2-0 gehen, also ich glaube nicht, dass es 1-0 ausreichen wird. Also ich hoffe es natürlich, aber ob es klappt, nächste Frage. Der ist weg. Oh. Knapp 35 Minuten noch zu spielen. 25, oder? Ja. 25. Ich bin weiß nicht. Karlsruhe machen das jetzt richtig gut. Warten ab, suchen Lücken. Die sich dann ergeben, wenn wir uns rausziehen. Okay, Abstoß. Bringt nochmal Zeit. 20 Minuten noch knapp zu spielen. Jetzt einfach den Ball weit und lang nach vorne. Ballbesitz hat Karlsruhe angeblich mehr. Aus meiner Sicht haben sie eigentlich mehr Ballbesitz in der zweiten Hälfte gesammelt. So, okay. Oh, Digga, ne? Abseits. Glück gehabt. Jetzt ruhig spielen. Die Rückenbälle gehen. Immer gucken, wo einer frei steht. So. Unten läuft Röser. Der kommt auch durch. Wartet. Und er sieht ihn und da ist das 2-0. Martinovic macht sein Doppelpack. Gibt's denn das? Alter. Karlsruhe spielt die ganze Zeit in Unterzahl. Zeigt der Lücken. Martinovic juckt es nicht. Nee, Pagota. Achso. Ja, Leute. Jetzt durfte er mal knapp 80 Minuten spielen. Und dann macht er das Ding zum 2-0 und das sieht richtig gut aus für den nächsten 3 Punkte. Okay, was heißt nächsten? Also wir haben im letzten Spiel zwar verloren, aber hier haben wir uns gegen Karlsruhe, die
eine Top-Mannschaft haben, sehr gut präsentiert und stehen noch hinten zu Null, weil ich betone es nicht zu laut. Das kann immer noch fallen. Ich glaube, das wäre unser erstes zu Null-Spiel. Das wäre richtig geil. Das ging Karlsruhe, die offensiv eigentlich richtig stark sind. Aber dieses Spiel konnten sie kaum was zeigen. Und ich werde trotzdem, wenn sie jetzt Fehler machen. Schön. Auf keinen Fall. Bin ich drin. Da können sie sonst viel hinschmeißen. Boah, ja, das ist so lang, aber ist egal. Ich bin Zeit von der Uhr. Dann habe ich hier doch noch geschafft, einen Sieg zu holen. Das ist auf jeden Fall super. Nach dem dritten Anlauf. Endlich mal ein Sieg für mich. Mit einer roten Karte von den Gegner. Ja, wir sind jetzt in der Mühe hier. So Leute, wir sind auf dem 13. Tabellenplatz, sind 10. Wir sind mit 10 Punkten auf Platz 13 so. Haben jetzt Karlsruhe ein bisschen eingeholt auf einen Punkt. Und ja, ihr könnt auf jeden Fall in der nächsten Folge gespannt sein. Da kommt vielleicht noch ein harter Gegner auf Marek zu, weil er wird die nächste Folge aufnehmen. Freut euch drauf, schaltet auch auf jeden Fall auch ein und auch in der letzten Folge und ja, haut rein und ciao.